Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten und vorerst letzten Pack Opening hier auf dem Kanal mit nochmal Highlights von meinen gezogenen Packs. Ungefähr 5000 FIFA Points haben wir noch, den Rest habe ich gestern schon im Livestream verzogen. Wer da nicht dabei war, hat verpasst, wie ich unter anderem diese geile Karte gezogen habe. Ich zeige es euch einmal kurz. Also es lohnt sich auf jeden Fall in den folgenden Livestreams dabei zu sein. Skodran Mustafi, One to Watch, also die dynamische Karte von Mustafi habe ich gezogen. Sehr, sehr geil auf jeden Fall, hatte ich sowieso im Team. Das heißt, da wird auch jetzt weiter seinen Platz drin finden. Lohnt sich, denke ich mal, schon so eine Karte zu ziehen. Ich denke, der wird auch irgendwann relativ viel wert werden. Hoffentlich ein Team of the Season bekommen. Müssen wir mal schauen. Wenn er selber Packs öffnen möchte und Coins braucht, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ist ein Link zu IG Vault. Rabatt Comax Gaming TV, bekommt 6% auf eure Bestellung. Dazu ist da mein Merch verlinkt, das ich hier natürlich auch wieder anhabe. Der wunderschöne MGT Pullover und natürlich auch die Social Media Links. Wenn ihr da informiert werden wollt, wann die Streams kommen, wann die Videos kommen und so, schaut auf jeden Fall auch bei denen vorbei. Gut, ohne weiteres Gelaber kommen wir ganz kurz einmal dazu, was wir heute ziehen können, und zwar zum Team der Woche, beziehungsweise zu den dynamischen Karten. Das Team der Woche sehen wir hier mit De Bruyne, mit Cavani und so weiter und so fort. Und hier haben wir den Rest. Und da ist unter anderem beispielsweise ein Pogba dabei, ein Higuain dabei, ein Dembele dabei. Also Spieler, die nicht so hoch bewertet sind. Den Kollegen Mustafi habe ich ja schon gezogen. Und diese Karten werden sich je nach Inform anpassen. Wenn der Spieler also eine bessere Karte bekommt, wird diese Karte sich in die Richtung verändern. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass Mustafi einige Informs bekommen wird. Und wir ziehen jetzt einfach mal und hoffen, dass wir irgendwas von oder irgendeine von diesen Karten bekommen. Das wäre nämlich ziemlich geil. Am besten natürlich ein Pogba, gar keine Frage. So, gehen wir auf Goldsets. Leider keine Special-Set, hatte ich vermutet, aber gibt es nicht. Und deswegen ziehen wir einfach mal los und schauen, was im ersten Pack drin sein wird. Die Sternschnuppe ist nicht so riesig. Es ist ein Kulu von Lyon. 81er Rating, das kennen wir ja bereits. Die seltenen Spieler kommen auf jeden Fall. Allerdings war mal wieder diese Sternschnuppe da nicht so groß. Deswegen ist es nur Troy Deeney. An der soll man das angeblich ablesen können. Habe ich noch nicht gesehen. Momentan übrigens die ganzen Spieler in der Premier League unglaublich viel wert. Was daran liegt, dass es so komische Challenges gibt. Unter anderem mit Raheem Sterling, den man da als irgendeine spezielle Karte auf jeden Fall bekommen kann. Okay, Kobach spielt in der zweiten Liga, deswegen zählt das bei dem nicht. Meine Elgato hat anscheinend wieder mal ihre Tage. Das ist natürlich nicht so schön. Ich habe jetzt die Vorschau deaktiviert, deswegen ich sehe auch nicht, wenn was passiert. Wieder eine seltene Karte. Sternschnuppe nicht so groß, aber Fellaini immerhin mit seinen blondierten Haaren. Ich hoffe jetzt, das geht. Ich werde jetzt nach ein paar Packs abbrechen und gucken und sonst, ja, scheiße. Wir warten auf eine richtig gute Karte. Das wird ein griechischer Sechser, das wird Samaris, 79er Rating. Die schwarze hätte ich hier in dem Pack unbedingt auch ganz gerne. Die Sternschnuppe war nicht riesig, aber es wird immerhin Javi Garcia, 79er Rating. Über die 81 kommen anscheinend heute wieder nicht raus. Oh, seltene Karte im normalen Goldset. Und zwar, schade, habe ich erst an Toprak gedacht, aber es ist Aziz. Naja. Carrillo, endlich mal wieder ein Spieler mit einer 80er Bewertung. Wenn auch nicht so ganz so toll. Allerdings hat er, glaube ich, immer noch 5-Star-Skills. Von daher gar nicht mal so schlecht. Jopp, nehmen wir sowieso mit, weil kann ja theoretisch für die Squad-Building-Challenges benutzt werden. Deswegen speichere ich übrigens alles im Verein, weil dafür sind diese ganzen Duplikate und so, beziehungsweise schlechten Spieler, echt gut. Ui, Carlos Vela, mal wieder ein 81er-Rating. Überraschung, Überraschung. Wie gesagt, darüber kommen wir mal wieder nicht hinaus. Mal sehen, was der wert ist. Ist der was wert? Ich glaube tendenziell eher nicht. Ah, ein bisschen was, ein ganz klein wenig. Die letzten 20 Packs sind am Start und wir starten mit einem seltenen Spieler. Kleine Sternschnuppe, große Wirkung. Nein, Danilo, 79. Ach, Mensch. Tja, Freunde, ich glaube, ihr habt es gerade schon am Ende des Videos gesehen. Es ist immer wieder soweit. Max muss sich entschuldigen und zwar dafür, dass die Elgato nicht wollte. Yay, das ist immer mein Lieblingsthema hier auf dem Kanal mittlerweile. Ja, das Pack-Opening ist jetzt hier vorbei. Es tut mir leid, dass ihr jetzt quasi nur 4 Minuten knapp gesehen habt, auch wenn ja andere YouTuber nur 4 Minuten Videos machen. Das ist aber jetzt eine andere Geschichte. Ja, ich habe es einfach mal wieder verkackt, beziehungsweise die Elgato hat es verkackt. Zugegebenermaßen, ich habe nichts Gutes mehr gezogen. Ja, der beste Spieler, den ich noch gezogen habe, war Loiremi. Und der ist 10.000 Münzen wert. Also ich habe keine Info gezogen, gar nichts. Von daher macht euch darüber zumindest schon mal keine Gedanken. Aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich hätte halt schon ganz gerne irgendwie gehabt, dass das, ich sag mal, ja,
problemlos über die Bühne geht und reibungslos verläuft. Aber das funktioniert ja bei mir nicht. Das wisst ihr ja mittlerweile. Das nächste Pack-Opening wird dann irgendwann kommen, dann hoffentlich wieder mit vernünftiger Qualität. Und wer das Ganze gut sehen will und ohne eventuellen Fail, guckt am besten mal im Stream vorbei. Da ist auch unwahrscheinlich, dass die Kamera dann sogar ausgeht, weil der Akku leer ist. Also das ist wirklich ein Fail-Video sondergleichen. Naja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, dann hoffentlich ohne Fail. Heute kommt noch Gladbacher, ihr könnt euch doch freuen. Und ich würde sagen, das war's. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.